Hallo miteinander und willkommen zurück zu Mountain Blade Bannerlord bei Torrengent. Das schieben wir das immer ganz von vorne hier, wenn ihr euch das Video anschaut. Ich weiß, dass viele von euch tatsächlich nicht abonniert sind, also ist super nett, wenn ihr mal ein Abo da lassen würdet. Würde mir den kleinen Kanal hier super weiterhelfen und natürlich auch ein Like. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Was werden wir heute machen? In wahrscheinlich zwei Folgen hintereinander aufgenommen. Wir werden den Krieg ziehen weiterhin. Wir werden gucken, ob wir hier vielleicht irgendwelche Armeen aufreiben können. Rhaengardas Armee ist ja hier vorne, vielleicht können wir sie irgendwie unterstützen. Unsere Armee wird sich zwar wahrscheinlich bald auflösen, wobei wir könnten natürlich versuchen, unsere Kohäsion etwas wieder aufzubauen. Das wäre schon okay, weil tatsächlich, wir haben zwar nicht viele Leute hier dabei, aber damit kann man schon arbeiten. Wir hätten natürlich ein bisschen Einfluss. Ja komm, wir machen das mal tatsächlich. So, damit ist unsere gesamte Kohäsion quasi wiederhergestellt. So. So, da wurde wieder rekrutiert. Das freut mich natürlich. Aber sind die natürlich, weil wir Pferdehändler sind. Und, tja, so ein paar... Wir haben echt viele Pferde. Echt viele Pferde. Nimm mal tatsächlich so ein paar teure Pferde mit. Und so ein paar Mullis. Und ansonsten, achso, warte mal, ich wollte eigentlich etwas machen. Und zwar unsere Master Ranger. Bei euch wollte ich... Ja, ihr habt ja dieses östliche Pole Sword, das ist ja ganz nett, ne? Aber wir wissen alle, dass es da mittlerweile auf dem Markt, sag ich mal, erheblich bessere Angebote gibt. Massive Speere, ja. Müssen sie nur finden. Ich frage mich tatsächlich, das sollte man vielleicht, wenn wir das jetzt auch sehen, ob unsere anderen Sachen, die wir eh schon verkauft haben, ob die hier auch noch vorkommen, die quasi trotzdem in der Datenbank mit drin sind, das mal so technisch auszudrücken. Ich könnte auch einfach Pole Arms anmachen, war. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht für unser Vorhaben hier. So. Das sieht schon besser aus. Ah, da ist Valerian. Da ist Saleva. Ich glaube, Valerian war... Stell dazu, du machst mehr Schaden, ne? Ja. Ich glaube, extrem lang waren sie beide. Aber wir so... Genau, Picarinho müsste auch hier irgendwo sein. 25. Dann nimm doch mal tatsächlich Valerian. So. Damit sind die Jungs etwas besser ausgestattet. Zumindest die höchsten. Wie gesagt, ich will es nicht zu OP machen. Ja, und wir haben jetzt ein bisschen was vor. Wir wollten ja, beziehungsweise wurde sich ja gewünscht, dass wir so eine Art Petreculia, so eine Art kleine Garde machen. Aus weiblichen Leuten. Ich würde sie auch zu Bogenschützen machen, weil ich das, glaube ich, ganz passend finde. Wo wollen wir denn rausgehen? Aus dem schweren Schützen vielleicht? Da haben wir ja die zweite Variante hier. So. Jetzt muss ich überlegen. Ja, doch, wir können es machen. Ja, wie nennen wir die denn? Trikuliten? Trikuliten? So. Braun. Und ich würde sie tatsächlich ein bisschen anders auch ausstatten. Nicht mit dem Ranger Bow. Achso, nee, warte mal. Da sollten wir natürlich mal Tier 4 und 5 oder 4 und 3 machen wir es so. Und ich möchte Bows haben. Bow, 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 bow. Ja, den nordischen Kurzbogen würde ich da vorschlagen. Die Botkin Arrows bleiben. Wir werden tatsächlich den... Ja komm, wir machen sie so ein bisschen Schildmeidenmäßig. Das heißt, sie bekommt tatsächlich statt der White Leaf Lands. Das heißt, müssen wir noch ihre Stats verbessern, beziehungsweise verändern. Das sollte ich im Hinterkopf behalten, so Schilde. So. Und da sollten wir tatsächlich... Island Round Shield, Iron Simple, nee...
Wir haben halt so ein Ding hier. Großes Rundschild. Passt, glaube ich, ganz gut. Wir werden auch hier aus, also wir, ne, die anderen Sachen noch ein bisschen verändern. Und statt diesen Bodkin Arrows hier. Achso, nee. Zack. Wollen wir Pistole haben? Nein. Eine One-Handed Weapon. Ich glaube, ihr wisst schon welche, oder? Was ich gar nicht. Wir haben halt noch keine Äxte gemacht, sonst wäre natürlich eine Axt wäre echt optimal. Wir haben aber Äxte, irgendwie nur zwei Teile immerhin. Oder? Ja, so ein richtig billiges Ding da bauen. Aber wir haben hier irgendwo. Bestimmt. Irgendwas, was wir selbst gemacht haben. Eigentlich geht es nur darum. Damit wir unseren Sachen ja treu bleiben. Meine Güte, also eigentlich angeblich sollen die selbstgemachten. Oh, heilige Scheiße. Ach doch, die sind tatsächlich hier hinten. Oh, so ein Salbardus. Das Protoschwert. Ja, nee, den Lampard, den können wir machen. Der Lampard sah ja eigentlich ganz nice aus, wenn ich mich recht entsinne. Ja, komm, nimm einen Lampard. So, dann verändern wir ihr Äußeres noch ein bisschen. Ich denke an einen anderen Hut. Warte, da gehen wir auf Tier 3 und 4. So, was hätten wir denn dann eigentlich nettes? Wir könnten natürlich sowas Wolfsmäßiges mitnehmen. Das wäre vielleicht gar nicht so extrem schlecht. Würde ich, glaube ich, ganz gut finden. So, das sollen natürlich nordische Frauen sein. Ne? Bisschen kleiner sind die offensichtlich. okay. So, haben wir hier denn irgendwas? Na, so ein Armored Bearskin. Würde jetzt natürlich nicht so passen. Wir sollten sie, wenn dann, schon ganz in Wolfsgedöns packen, oder? So eine Wolfskin Cloak. So. Finde ich ganz nett. Okay, und hier. Die sollen halt anders aussehen als unsere normalen Leute. Darum geht's eigentlich. Habe ich da denn. Ja, so ein. Irgendwie mehr aus. Aber gut, das sind aber auch nur die Tier 3er. Das, nee, doch, Tier 3er sind es. Oder Tier 4er? Tier 3er? Das ist Level Armor. Was schiebe ich aus, ne? Sonst muss da drunter ein bisschen. Nimm mal das hier. Das ist doch ganz anständig. So, und dann benötigen wir bei euch. Ihr habt tatsächlich ja eh ein Schwert. Okay. Das hier muss weg. Goldarms braucht kein Mensch. 120. Was sich verändert hier? So, athletisch sind sie natürlich auch. Und erstmal noch als nächstes ein bisschen reiten kommen. Falls ihr wollt, unbedingt. Und ihr ein bisschen davon noch. Okay. Trikoliten. Ich denke, das ist schon okay so. Müssen wir noch eine, noch mal eine schönere Variante dann draus machen? Okay. Das ist ein schönes Bild. Und warte mal, nee, das passt schon. Und dann hier, zack. Ihr seid dann auserwählte Trikoliten. Gar nicht lang oder sowas, aber es passt, glaube ich. So, auserwählte Trikoliten sind natürlich noch majestätisch unterwegs hier. So. Wenn ich den klicken könnte, wäre das ein Vorteil. So, lass sie ein bisschen reiten noch. Und hier, das können sie auch. Gut. Dann machen wir euch jetzt ein bisschen hübscher hier. Im Sinne von, ihr bekommt jetzt einen besseren Bogen. Das ist ja dann die höchste Stufe. Das heißt hier 5 und 6. Nein. Bell. So, was haben wir denn da schönes Mango? Also auf jeden Fall kein Longbow oder so. Noble Bow wäre eine Idee. So ein Rekurvbogen Woodland Longbow Tribesman Bow. Das finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Jetzt doch mal noch bessere Pfeile, würde ich behaupten. Mit dem Schild bleiben wir, das ist, denke ich, okay. Stack, Step Arrows, Piercing Arrows. Ja, nimm die mit. So. Und wir haben nochmal Lampard, das ist schon okay. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen was, also auf jeden Fall, ich denke fast, wir bleiben bei dem, so, warte mal, ja, doch 5 und 6 ist völlig okay. Ja, auf jeden Fall da erstmal die Lederdinger weg, das muss schöner werden. Aber sollten schon eigentlich, ja, nimm mal diese, die hier. Also sollten schon Vampires bleiben, weil, ne. Eastern Laminar Armor, Cavalryman Mail Shirt. Was sieht denn so Huskal-mäßig an Eis und diese Haubergen-Geschichten war? Die kodierte Hauberge, 32, 15, 15. Damit können wir, denke ich, leben. Ich denke, wir können tatsächlich dieses Wolf-Dingsbums hier dran lassen, aber da müssen wir uns, glaube ich, etwas verbessern. Mal nach unten. Die ganz super tollen, seltenen, unglaublichen Helme sind. Aha. Wolfskin-Helm mit... Das ist genau das, was wir brauchen hier. Sich heilige Scheiße. Okay, dann können wir genauso bleiben. Dann will ich aber hier gar nichts mehr dazugeben, glaube ich. Die Splint-Boots sind eigentlich auch okay, würde ich behaupten. Ja, damit haben wir die auserwählten Dekoliten auch ready. Eine interessante Variante, denke ich. Ne? Mit diesem nordischen Gedöns. Muss man halt erstmal ein paar... Es ist ein bisschen lustig, wie man aus männlichen schweren Schützen weibliche Schützen macht, aber naja, es ist ja, wir können uns ja vorstellen, dass da ja einfach beide so sich rekrutiert werden und dies ist alles abstrahiert und so. Ja, genau, ja, ne? Mhm. Gut. Dann haben wir das mal fertig. Guck mal einer an, da können wir so gleich mal ein paar Upgrades noch machen. Haben wir tatsächlich noch eine Phalanx? Wie viel haben wir denn jetzt von den Phalanxen? Wir haben 6 bis 2 Elite jetzt, aber okay, wir brauchen mehr Elite-Infanterie. Ich bin mit diesem Helm immer noch nicht wirklich zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Die erschlagen einfach mit dem Leuchten, ne? Weiß nicht. Ich glaube, der andere, den wir ausgewählt haben, ist irgendwie besser. Warte mal. Das ist ja ein äußerst wichtiges. Ja, Close my Goggle Tablet. Hey, ganz kurz. Ich wünschte, man hätte hier so einen Slider, wo man gleich ganz nach unten kommt. So, das sind jetzt diese ganzen super tollen hier, ne? So ein Peak Cataphract Helmet. Was würde da auch ganz gut gehen, wa? Ja, komm. Ja, doch, das finde ich echt besser. Erheblich. Also optisch. Ich will gar nicht drüber reden, ob der jetzt so besser ist oder so. Aber passt auch ein bisschen besser zu unserem anderen und zu dem zweiten Helm hier. Okay. So, Entschuldigung dafür, für diesen ganzen massiven Interlude, wo wir wieder mal nur Zeug basteln, aber zumindest unsere Armee wir weiter nutzen. So, gehen wir noch hier noch vorbei. Vielleicht können unsere Leute da noch ein bisschen was rekrutieren. Ja, tatsächlich. Jede Armee ist offensichtlich in die andere Richtung unterwegs, was jetzt vielleicht ein bisschen strange ist, ja, weil... Ach, guck mal, hier ist sogar ein Turnier, aber wir sind ja halb tot, also... Ja, wir ruhen uns jetzt mal einfach hier aus in Nordhüse, weil wir wollen ja eh hier Gedöns machen und alles. Füllen wir nämlich unser Zeug auf? Angeblich ist schon wieder irgendjemand gestorben, das ich nicht gemerkt habe, warte mal. Ne, Koma ist noch da, Triculia ist da, Kalu... Red und Miyamoto. Jemand hat sich ja beschwert, das können wir ja mal wieder hier. Ich muss das tatsächlich festhalten. So. Sui Getsu aus Naruto, ja. Asiatisch, japanisch, hat diese Bambus-Axt hier. Jetzt hat sich Miyamoto beschwert, ja. Weil sein Name ja asiatisch ist, ob er die Bambu-Axt bekommen könnte, ja. Ich für meinen Teil. Bin da zwiegespalten. Ja. Nicht, also, zumal ja Miyamoto reitet, ne? Und die Axt noch kürzer ist, glaube ich, als der gute Barracuda.
Was ist mit der? Nein, du kriegst die Axt nicht. So. So ist es. Du kriegst höchstens mal irgendeine Pike. Ja, weil du reitest. So schaut es nämlich aus, ne? Und nicht anders. Du kriegst noch ein Picarinho irgendwann. Great Curse Alliance. Okay, ja, aber ja, ich digresse, wie man so schon sagt. Sagt das jemand außer mir? Vermutlich nicht. Würde sonst ja niemand die wunderschöne deutsche Sprache so beschmutzen mit all den englischen Wörtern. So. Jetzt müssen wir jetzt zwei Dinge machen. Wir ruhen uns kurz aus. Und dann gehen wir mal das Turnier machen und dann gehen wir auch ein bisschen schmieden. Holen uns Geld ohne Ende und kaufen uns irgendwas Unnötiges. Wir haben bloß für sich verbessert. Wir haben unser Leadership verbessert. Ups, jetzt ich bin so blöd, ne? Ich kann die Aufnahme nicht gestoppt, weil ich die Feinde gesehen habe. So, ich denke, mit 92% können wir arbeiten. Ab in die Arena. Lassen wir uns ein wenig aufs Maul geben, so als Einwärmeübung wie immer. Naja, und es sind natürlich 10.000 Leute von uns dabei. Oh nee. Das wollte ich gar nicht. Es gibt komisch. Yes, yes, yes. Das ist schon okay. Jetzt. Gegen Sui und gegen Miyamoto mit Draculia zusammen. Scheiße. Und den richtigen Moment mich erwischt noch. Ja, ja, Sui. Natürlich Sui. Wer sonst? Wer sonst? Hä? Warte mal, da sind jetzt. Ist Sui Miyamoto echt weitergekommen? Obwohl Miyamoto als erster gestorben ist. So. Okay, sie sind alle rausgeflogen. Carlo gegen Romut. Und Red gegen Erden. Ja, okay. Ja, unsere Leute brauchen noch ein bisschen Übung. Guck mal diesen Dude hier an. Toll gemacht, Sui. Wie immer. Okay. Ab in die Schmiede. So, Torin selbst wird natürlich wieder mal Sachen einschmelzen. Da haben wir nicht ein paar nette Sparta with Narrow Fuller. Pilum. Oh, sehr gut. Imperial Pine Contos. Okay, da kam noch mal was bei rum. In meiner Valion. Ach, guck mal, wir brauchen wieder. Kadu war ja unser Schmelzer. Ich kann fast kein Holz mehr. Hier. Toll. Okay. Okay, Sui. Sui der Dritte. Ich habe schon über gesprochen in den Kommentaren, dass diese Orders sich eigentlich gar nicht lohnen, ne? Und zweite, ja. Okay, ich soll diese Spamming Eggs machen, ne? Aber es ist einfach nicht drin. Obwohl es, naja, ist egal. Ja, es lohnt sich eh nicht, ja. Es lohnt sich absolut nicht. Es lohnt sich einfach hier dieses Zeug selber zu bauen und dann zu verkaufen für teures Geld. So, wir haben was für One-Handed Swords. Natürlich haben wir was für One-Handed Swords bekommen. Für was denn sonst? Drei Teile für eine One-Handed Axe. Haben wir denn? Hä? Okay. Das ist, äußerst ominös. Ich meine, da stimmt's ja. Jetzt hat sich ein Part für eine Javelin. Dagger braucht mal keine. Wurfmesser auch nicht. Ja. Also wir könnten mittlerweile eine Pike bauen. Nee. Nicht wirklich. Ja, mach mal ein einhändiges Schwert. Was haben wir denn hier neu dazu bekommen? Sehe ich das irgendwie? Wahrscheinlich wieder irgendeinen Griff oder so. Ja, hier. Narrow Grip des Todes. Marble. Das sieht alles gleich aus. Das hatten wir auch vorher schon. Gold Saber Guard. Das ist ja das Beste, was wir machen können. Ist hier... ist alles nicht drin. Ich meine ganz ehrlich, ja. Seien wir doch mal ehrlich, ja. Wir machen einen zweihändigen Speer, ja. Das können wir gut, ja. Damit kennen wir uns aus.
dicke Ding hier. Dieses massive Schaft. Und hier so einen krassen Pommel noch. Wird noch so eine ganz normale Endung machen. Aber der Pommel, der ist halt krasser, ja. Maximale Länge von allem. Ending wird schlechter natürlich. Das verändert gar nichts. Okay. Raspier wird kleiner. Raspier's Damage, okay. Kann ich das einfach weglassen? Eigentlich schon, ne? Dass man einfach, dass das Ding noch länger ist. Was ja eigentlich gut ist, ja. Ist größer. Jetzt machen wir nochmal einen. Schade. Sublimat. Oh, ja. Long Blunts. Ja, ja. Sehr gut, okay. Dann müssen wir das machen. So, jetzt damals sich was für die Axt bekommen. War das beides für die Axt? So, hier. Dann können wir eine richtig krasse Axt machen. Die sieht sowas von krass aus. Das ist übel. Ja. Ja. Tu es. Baue diese wunderschöne Axt des Todes. Holzfeind. So. Ja, schade. Ich hätte gedacht oder gehofft, dass wir tatsächlich was, irgendeinen Teil davon bekommen. Also, jetzt gucken wir mal, ja? Ich studiere mal nach Value, weil... Reasons? Ah ja, guck mal, das Sublimat. Ist schon recht ordentlich. Kann man auch wieder alles machen. 272. Wie der Picarinho. Handling ist etwas schlechter als ein Picarinho, aber macht mehr Schaden. Ist schneller. Sublimat ist schon okay, aber... Luxus-Lamellar-Weste. Wir verkaufen jetzt mal den ganzen Rest, denke ich. Lass mich noch kurz gucken. Ob hier irgendwas ist, was wir behalten wollen, aber... Ich denke nicht. Silbererz, das haben wir schon. Dann... 37.000. Damit kann ich arbeiten. Was gibt es hier denn für schöne Rüstungen, ha? Huh? Die teuersten. Das können wir uns bald echt so einen überteuerten Helm kaufen. Die beste Rüstung, was wir verkauft haben. Wie enttäuschend. Einfach enttäuschend. Ich würde das gar nicht haben, weil es sieht echt all aus. Dieses Kettle Helmet over full mail. Ja, das würde ich schon anziehen. Das ist eigentlich ganz nett, aber... Ihr wisst ja, ist außerhalb unserer Reichweite momentan. So, wer hat denn? Sui. Ist besser im Schmieden. Und jetzt kann er tatsächlich Stahl machen. Das ist genau das, was wir gebraucht haben. Hervorragend. Damit sind uns keine Grenzen gesetzt. Können wir den trappen hier irgendwo? Ihn und Saratis. Jetzt sind sie beide im Castle drin. 100 Leute. Müssen uns irgendwie auf die Lauer legen können. Das wär gut. Unglaublich, ne? Was für Feiglinge. Ah ja, super. Ja, toll. Jetzt könnte er mich mal, ne? Ja, die hauen eh wieder ab. Das kannst du echt vergessen. So, noch ein paar neue Rekruten hier auf. Ah, vergiss es. Was müssten wir bald die Armee auflösen? Das führt so irgendwie zu nichts. Vor allem werden die jetzt die Stadt wieder belagern und wir müssen halt hoffen, dass genug unserer Leute hier vorbeikommen.
und wir helfen können. Ja. Das ist keine Überraschung. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ja, Hackert, das, wir leiten hier mal ein bisschen im Kreis. Was? Aportis wird gelootet? Moment mal. Mr. Sagoris. So nicht. Ah, wir sind im Krieg. Ergebe dich. Vernichtung wird dir zuteil werden. Sehr schön. Jetzt mal wenigstens mal eine Schlacht, auch wenn ihr jetzt natürlich viel aushalten musstet. Das ist okay, ja. Gott, haben wir viel ab. Alter, unsere halbe Armee besteht halt aus. Soldiers! Footmen! Ich gibt's kaum Bedarf, darüber zu gehen, ne? Aber. Guckt euch das an. Sie kommen echt näher, ne? So, ihr macht eine Shield Wall. Horse! Infantrymen! Move out! So, Schützen nach vorne. Footman! Move! Get moving! Oh, ey. Forward! Das ist echt zum Kotzen, ne? Boah, könnte ich euch irgendwie länger ziehen? Danke. Ihr macht mal bitte eine Loose Formation hier. Auf geht's über die Brücke. Mal zwei erwischt. War fast ein ziemlich gutes Bogenschützenduell hier, würde ich behaupten. Verdammte Bäume, ich sehe nichts. Was ist denn der Typ, den wir von dem krassen... Als ob hier jetzt irgendjemand durchkommt, ne? Holt ihn euch! Lasst ihn nicht entkommen! Okay. Ja, gute Arbeit. Wir waren natürlich leicht in der Überzahl. Echt 18 Leute noch geflohen. Naja, wir werden sie hoffentlich gleich bekommen. Und wir haben das Dorf beschützt, was natürlich auch toll ist. Ja, von mir aus, komm, wir rekrutieren dich. Sind wir noch... Oh, wir sind tatsächlich noch voll. Wir müssen noch die ganzen Leute verkaufen. Ah. Okay. Tja, wo immer der hin jetzt hin verschwunden ist, ne? Ja, hier verkaufen wird jetzt natürlich schwierig. Müssen sie aber echt loswerden. Oh, meine Güte. Hier ist aber keine Stadt sonst in der Gegend, ne? Da kommt Rheingards Armee. Das Zarat ist hier schon wieder. Ey, das ist doch nicht wahr. Hol dir diesen Typ hier. So. Ich bin Don, wer bist du hier? Du bist ein dreckiger Plünderer. Ergib dich, stirb, alles. Ja, du brauchst gar nicht so, tun. Du brauchst gar nicht so anfangen. Spann dir die Muskeln an, ne? Commander, you will be able to order all formations. Okay. So, hier, Shield Wall. Raise your shields!
Und genauso. Das ist ehrlich gesagt nicht genauso. Ja, mach mal eine etwas längere Shield Wall. Würde ich mal vorschlagen. Hier, Jungs, geht mal in Loose Formation. Bleibt hier dahinter stehen. Genau so. So, ist die Frage, wo der Feind ist, ne? Der linken Seite. So. Horses, at them! So, followed mir. Das waren unsere Leute. Das sind immer die richtigen hier. Was soll ich die andere Waffe nehmen? Wer geschickter? So, komm schon, reitet sie nieder. So. Ein sauberer Hieb ins Mundwerk. Du wirst mir nicht entkommen. Jetzt auf einmal hier. Da ist Cheat der Feind tatsächlich. Okay. So, Jungs, komm schon, kommt, bleibt zurück. Wir entspannen uns mal kurz, bis die Infanterie hier andrückt. Die sollte auf dem Weg sein. Da sind sie. Okay. Voll durchs Tal, hä? Alter. Schwein. Hätte so schön werden können. Holt sie euch. Wir werden gleich sterben, ich seh's schon kommen. Auf geht's, rausziehen, rausziehen. So, da kommt die Infanterie. Wir sind einmal wieder durchgeritten hier. Und nochmal. Na komm schon, ich glaube, die Hälfte flieht schon. Ja. Ihr habt das alles im Griff, ja?
Diese ganzen Legionäre hier an. Aber den kriegen wir noch. Ziemlich sicher, dass der Hauptteil der feindlichen Armee vernichtet ist. Ja. Und sie scheinen dorthin zu fliehen. Da ist einer gefallen tatsächlich. Zwei haben es geschafft, sich zurückzuziehen. Ja, die Anzahl der Toten hält sich in Grenzen. So gefällt mir das. Genau einer wieder. So. 59. Ist ein bisschen viel, wa? Militia Spearman. Och, 11 Stück noch weg. Und tatsächlich hier die. Die Lowsten. Ja, bitte, aber was willst du machen, ne? Es gibt keine Stadt in der Nähe, die wir benutzen können. Gut, mehr Zeug für uns. Okay, also ich denke, wir können jetzt dann gleich hier dazustoßen. Sind wohl genug unsere eigenen Leute da? Wir haben uns taktisch verbessert. Troops in more damage simulations, open recruits, okay. Ja, das ist halt, ne? Schwer zu sagen, ne, was da die bessere Variante ist. Blöd ist nur, dass wir halt so ein bisschen verletzt sind, aber ich glaube, wir können jetzt zumindest selber auch kämpfen mit. Ja. Ja, wir sind 2-1 überlegen. Das sieht gut aus. Also, das letzte Mal waren wir ja, glaube ich, da war es, glaube ich, knapp gewesen. Okay. Wie ist denn der Commander? Ja, Tormund, du hast das im Griff, ne? Jetzt kommen wir hier in unseren gesamten Teil der Armee, so wie es aussieht. Ja. Reiterei. Das ist nicht unsere, oder? Oh nee. Hallo me. Hier, den haben wir. Er hat offensichtlich echt nicht mehr viel Reiterei, was echt gut ist, weil das war das letzte Mal unsere Schwäche gewesen. Aber es ist schon noch ein bisschen was da, ja. Ups. Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Infantry, move our arrow onward! So, Schützen mal da auf den Hügel. Ist natürlich wieder eine blöde Schlacht nachts. Ne? Ach, also ich würde einmal gerne. Würde die eine wäre zumindest tagsüber gewesen halbwegs. So. Ach, das war einer von unseren, ne? Horse Archers! Follow me! So, irgendeiner von. Den hier gehört nicht zu uns, der da. Echt aufpassen, ne? Und die Typen denn her hier? Ah, das hat mich echt getroffen, Mann. Das gibt's doch nicht. Verdammte Speerkämpfer. Oh, sie haben ihn erwischt.
Meine Güte, ich glaube, sie braucht ein neues Schwert hier. Ich glaube, das ist eins unserer ersten, was wir selbst gebaut haben. Ist das etwa eine Massenflucht hier? Ja, die ziehen sich taktisch zurück, oder? Au. Ah. Das ist Komma hier. Nee, das ist Yamato. Mitten unter Feinden. Verdammt noch mal an. So, einer weniger. Kein Problem. Fliehen Sie jetzt endlich mal. Ist echt schön, Überblick zu behalten hier. Oh, ich hab Save Yourself gehört. Er flieht auf jeden Fall. Der hat vor Heldenhammer gesagt? Oh nein, okay. Gibt eine Menge echt tolle Leute. Sag mal, dass ich einen Empor steigen lassen? Mal den Rodox Sergeant Beginn hier. 9 Kids hielt den fand ich nie. Ja, komm. Einer geht. So, und er ist, ja, was eigentlich? Könnten ihn wieder zu einem Schmied machen. Das wäre eine Idee. Ein guter Reiter, ehrlich gesagt, komm. Machen wir es so. Es gibt jetzt noch echt reichlich Leute zu massakrieren hier. Auch wenn unsere eigenen Leute nicht ständig im verdammten Weg rumrennen würden, ne? Boah. So. Waren das alle? Ja! Yeah. Ja, unglaublich. Es gab Verluste durchaus. 50% haben wir selbst verdient. Ich bin Tor. Ja. Du bist jetzt mein Gefangener. Und du auch. Ja, und 68 Gefangene. Okay. Ja, mach mal Plünderer. Ich glaube, die haben mal den Großteil verloren. Besserer Stürmer, besserer Typ hier. Schützer. So, da ist der Dude. 42 kostet der uns jetzt einfach mal knallhart. Es ist, glaube ich, keiner von den Yamatos wie Komma, Red, Carlo, Trigulia sind alle da. So, das wäre, wer das jetzt werden wird. So. So, das jetzt mal Hranak tatsächlich. Ja. Passt bestimmt, ja. So. Der bräuchte jetzt natürlich eigentlich auch ein Pferd, ne? Aber. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, wir stehen vor der Stadt. Was kann schon passieren? Tatsächlich müssen wir ja Hranak jetzt nicht wirklich ausstatten.
Der ist nämlich schon bestens ausgestattet. So, dass wir ihm wahrscheinlich Sachen klauen könnten, ha? Doch schon den neuen Helm. Ja, das ist bei dir, müssen wir eigentlich nicht wirklich gucken. Gehen wir mal zu... Komma, nee, zu Dings hier, Miyamoto. Nein, das ist wieder so eine ganz komische Geschichte hier. Ja, dieser Barracuda hier. Der ist schon okay. Aber es gibt auch bessere Waffen. Vor allem, wenn er auf dem Pferd ist eigentlich. Das ist das Wesentliche. Geben wir mal Mandalorian, ha? Huh? So. Das ist tatsächlich nicht besser. Das ist gleich das auch. Das ist etwas besser. Okay. Ja, ist jetzt alles auch nicht so beeindruckend, was wir da gelootet haben, aber naja, was soll's. Jetzt müssen wir uns ganz schnell hier in die Stadt begeben und die ganzen Leute abgeben. Bevor sie alle fliehen. Ja, ist natürlich gleich mal einer der Hauptcharaktere abgehauen. Natürlich. So, 11.000. Mercenary Guard, hm? Ja, und damit beendet nochmal. Erstmal diese Folge. Ich denke, recht erfolgreich. Am Anfang wird das etwas langsamer, aber wir haben uns dann noch aufgedreht, sozusagen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Es werden mehr Schlachten folgen und Odysseus ist ein weiteres Mal beschützt worden. Das ist hier die eigentliche Leistung gewesen. Ne? Umso besser wir schlagen, uns in den Krieg. Vielleicht können wir echt mal angreifen, was wir erobern hier. Elvania Castle wäre doch ein schöner Start für ein eigenes Realm hier. Ne? Also, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Thorn.